Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potion Permit. Wir haben in der letzten Folge hauptsächlich Materialien gesammelt und ein weiteres Mal versucht, den neuen Trank, die miese Brise, oder eigentlich heißt sie ja weiße Brise, herzustellen. Sind dran gescheitert, denn es ist tatsächlich ein ziemlich schwerer Trank. Und ich denke, wir werden versuchen, vielleicht in dieser Folge weiterhin Materialien zu sammeln, um uns dann die Kesselgröße zu kaufen. Eine neue. Ja, genau. So, jetzt haben wir aber erstmal Patienten oder vielleicht auch mehrere, ich weiß es nicht. Ah, nee, stimmt. Oh, ja, wir haben hier eigentlich letztes Mal aufgehört. Ist auch egal. Ich habe ein seltsames Gefühl. Brust. Ich habe ein seltsames Gefühl. Rechtes Auge. So. Okay, das Auge. Normales Serum. Ich weiß immer noch nicht, warum man bei so, wenn man nicht untersuchen möchte, einfach so ein normales Serum nehmen kann. Wo man das überhaupt herbekommt. Warte, was meint er noch? Brust. Ah, hier. Machen aber trotzdem bei beiden Diagnose, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wo man die anderen herbekommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht nicht so gut wäre, wenn man es so löst. So, das ist eigentlich ein cooles Minispiel, finde ich. Erinnert mich so ein bisschen an, man konnte damals bei GTA San Andreas am, an den Fernseher im Haus so Minigames spielen. Und darunter war sowas Ähnliches auch zum Beispiel vorhanden. Deswegen mag ich das tatsächlich ziemlich gerne. Himmelblau-Peeling und hier unten werden wir sicherlich was anderes benötigen. Aber mal sehen. Düt, düt, düt. Na was? Als ob das ein Miss war. No way. Der war doch noch drin. Ist aber nicht so schlimm. Wir kriegen trotzdem die 100%. Es gibt eigentlich eine Reihe, darfst du, glaube ich, verkacken. Dann hast du trotzdem noch 100%. Let's go. Okay, so. Eifergebräu und Himmelblau. Okay. Hört sich irgendwie an wie zwei Eissorten, komischerweise. Oder wie irgend so ein Schnaps oder so. Ich weiß nicht, es hört sich sehr danach an, finde ich. So, Himmelblau-Peeling. Was ist leichter zu craften und was ist schwieriger zu craften? Preismäßig gehe ich von dem aus, dass das schwerer ist. So, auch wenn es nur ein Fünfer mehr kostet, aber hey. Was soll's. So, wir können direkt mal die Zunge verwenden an der Stelle. Oder nee, warte mal. Das haben wir schon öfters mal gecraftet, dieses Rezept. Es geht letztendlich eigentlich so hier, würde ich sagen. Oh nein, die Rosen haben wir nicht. Ja, das ist ungünstig jetzt. Egal, wir können erstmal das hier oben machen. Dann können wir nochmal so ein Teil nehmen. Ja komm, machen wir es so. Haut auch hin. Wir haben genug. Wir haben noch ein Platz zu wenig und wir hätten es so nicht machen können, aber wir haben die nötige Kapazität, okay? Sagen wir es so. Wir haben die nötige Kapazität, wir können uns das erlauben. Ist nicht so schlimm. Gut, Eifergebräu ist hergestellt. Jetzt nur noch das Himmelblau-Peeling. Wo wir auch nur zwei Zutaten nutzen können, aber es ist halt auch einfach nur ein Block. Von daher also gar nicht mal so schlimm. Können nochmal so ein Teil nutzen. Ja, das ist jetzt ungünstig. Warte mal, hier noch. Wir sollten neue Materialien sammeln gehen. Also nicht nur im Bereich von, ey, ich möchte mir was Neues craften, sondern ich sollte generell mal mehr Sachen einfach einsammeln, wenn ich sie sehe. Aber vielleicht werden wir die Sensor heute mal upgraden als erstes. Weil dann können wir das nämlich safe machen. Dann sind wir auch viel schneller im Abbauen und dann nehme ich alles mit, was ich auf dem Weg sehe. Das wäre doch gut, oder nicht? Wo ich natürlich auch sagen muss, ich hätte auch Lust, die weiße Brise herzustellen, weil das ist letztendlich unsere Story-Quest. Genauso wie das Empfehlungsschreiben. Mondolith. Ich weiß immer noch nicht, wo wir das herbekommen, aber das war, glaube ich, in dem Ödlandgebiet. Bärenklauen können wir vielleicht noch sammeln und süß schmeckender Saft. Den haben wir aber auch noch nicht gefunden. Der Bienenstock haben wir auch noch nicht. Es gibt richtig viel, was wir hier erst verbinden müssen mit dem Ödland. Und das werden wir nur schaffen, indem wir die weiße Brise, glaube ich, herstellen. Oder wie ich sie so gerne nenne, halt miese Brise. Aber ja. So. Bitteschön, Luke. Luke müsste bei mir nicht mal bezahlen. Wir sind gute Freunde. Freundespreis ist gleich kostenlos. Ich kann dir nicht genug für deinen Dienst danken. Ich glaube, ich kann morgen wieder ins Bauernhaus. Oder im Bauernhaus. Oh, 540. Yo, insane. Damals haben wir nicht so viel dafür bekommen. Das Upgrade hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gut. Ich werde jetzt mal kurz gucken,
wie viel das Kessel-Upgrade kostet und wie viel ein Sensen-Upgrade kostet. Und wenn das Sensen-Upgrade, ich glaube, das können wir uns sogar derzeitig jetzt holen. Problem damit ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem lieber den Kessel machen würde. Schwer zu sagen. Weil das Kessel-Upgrade braucht... Oh, hier wird noch gesnackt. Schau ich das an. Das Kessel-Upgrade wäre natürlich wichtig für die Story, muss man ja sagen. Um 10 machen die erst auf. Okay. Dann warte ich halt noch. Ich wusste ja nicht, dass sie so lange brauchen zum Aufmachen. Ich glaube... Was haben wir denn hier noch für Missionen? Ich überlege gerade, ob wir uns ein paar Bärenklauen schnappen sollten. Wie viele haben wir denn jetzt noch im Inventar? Haben wir überhaupt noch welche? Weil sonst 2 oder 3 Bären... Okay, 3 Bären. Sollten wir auf jeden Fall hinbekommen, die zu finden. Wir rennen hier einfach ein bisschen im Gebiet rum. So, Pilze nehme ich mal mit wegen Boni. Der wird eh gleich wieder Hunger haben, also von daher. Slimes haben wir an sich noch genug. Ich werde erstmal nur Bären sammeln. Wenn ich welche finde, ne? Da fängt es halt schon an, ne? Aber hier oben sollte einer sein und in dem anderen Gebiet sollten auch noch 2 sein. Also genau 3 sollten wir normalerweise finden können. Hier ist einer. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Yep. Oh mein Gott. Ich konnte den 0 ausweichen gerade. So, eine Bärenklaue und jetzt müssen wir nur noch 2 sammeln. Und ich glaube, dass dort unten im Gebiet 2 Bären herumlaufen sollten. Falls das nicht der Fall sein sollte, ja, dann bin ich halt ein bisschen angearscht. Aber wir haben ja eh noch ein paar Tage Zeit, um diese Mission zu erfüllen. Von daher mache ich mir da einfach mal keinen Stress. Hier ist einer. Ey, ich schaff's nicht mehr auszuweichen. Meine Reflexe sind heute einfach am Arsch. Ihr müsst wissen, es war heute ein warmer Tag. Das heißt, mein Hirn ist wieder ein bisschen matsch heute. Das passiert normalerweise so im Sommer. Oh, schau ich das an. Das zum Thema. Gut ausgewichen. Und dabei habe ich nur den Schatten gesehen. Okay, Bärenklauen haben wir jetzt. Süßschmeckender Saft können wir nicht holen. Bienen auch nicht. Das könnten wir... Warte mal, wir können süßschmeckenden Saft liefern. Dann können wir den doch auch abliefern. Wir können doch derzeitig den würzigen können wir nämlich nicht bekommen. Dann verkaufen wir kurz den Rest. Machen wir nämlich nochmal ein bisschen Geld. Und dann werde ich direkt mal einen Abschluss dazu gucken, wie teuer denn Kessel ist. Ja, Boni, du kriegst gleich was zu essen. Keine Sorge. Lass mich aber erstmal mein Zeug verkaufen. So, wir gehen hier runter. Verkaufen das. Wie viel bekommen wir dafür? 250, ist okay. Und ich habe automatisch direkt den nächsten gemacht. 700G! Jo, das okay. Das war ein ordentlicher Taler. Das hat sich gelohnt, definitiv. Nimm mal einen Trüffel. Das hat uns ordentlich Geld eingebracht. Gut, dass ich das gemacht habe. So. Ich überlege gerade, ob wir noch einen Minijob machen gleich. Wir brauchen ja ein bisschen Geld, ne? So. Ich werde mal bei der Schmiede vorbeischauen. Kessel-Upgrade. Ja, okay, da fehlt uns aber doch nicht mehr viel. Dann werde ich den lieber machen. Ich mache erstmal das Kessel-Upgrade. Wir holen uns Stein und Holz und dann können wir uns die weiße Brise nämlich auch craften. Und nach der weißen Brise können wir ja dann immer noch, Achtung, oh, ich vergesse immer, dass man im Gebäude sich nicht teleportieren kann. So ein Mist aber auch. Genau, dann sammeln wir Materialien dafür und dann können wir ganz chillig, wenn wir das Kessel-Upgrade haben, dann sollte es uns auf jeden Fall ermöglicht sein, den neuen Trank herzustellen. Also, hoffe ich. Ich glaube sogar, dass es sogar derzeitig möglich wäre, aber ich einfach zu dumm vielleicht dafür bin. Aber ganz ehrlich... So viel Materialien kostet es jetzt nämlich. Ich nehme übrigens mal diese Blümchen jetzt mit, weil die haben uns ja gefehlt. Und diesen Fehler werde ich nicht nochmal machen. Ich sag's nur so. Diesen Fehler werde ich nicht nochmal machen. So. Übrigens nochmal zum Thema Hitze, damit ich da nochmal drauf zu sprechen komme. Ich habe mir auch einen Ventilator dieses Jahr gekauft, der bisher noch nicht in Nutzen geraten ist. Obwohl es warm draußen ist, geht es in meinem Zimmer derzeit noch. Ich glaube, das liegt daran, dass mein Zimmer noch nicht wirklich erwärmt ist. Es ist seit 2 Tagen erst warm. Ich habe aber das Gefühl, sobald purer Sommer herrscht,
wird dieser auf jeden Fall in Nutzen kommen. Und ich hoffe, dass man ihn dann nicht zu sehr hört in den Aufnahmen. Aber es sollte eigentlich gehen. Ich habe den mal getestet und mein Mikro filtert den soweit eigentlich echt gut raus. So. Das bringt ordentlich viel. Warte, was? Was stand da gerade? Ach nee, wir müssen nur Goldnagel. Ich habe gedacht, wir haben Monolithen gefunden. Das wäre es jetzt ja gewesen, ne? Aber nein. Nee, aber derzeit ist es noch nicht kalt genug dafür. Warm genug, meine ich. Um den einzusetzen, dann würde ich sogar eher frieren hier. Aber ich habe das Gefühl, dass sogar noch diesen Monat es so weit kommen wird, dass er halt in die Benutzung kommt. Während den Aufnahmen auch. Wohl vielleicht nicht während den Aufnahmen. Aber zumindest vor und nach den Aufnahmen, weil... Ja, ich glaube, erst im Hochsommer werde ich während den Aufnahmen den auch anhaben. Weil ich weiß nämlich noch, letztes Jahr hatte ich keinen Ventilator. Und da habe ich mir so einen abgequält im Sommer. Aber ist okay. Oh, schau. Habt ihr das gesehen? Den sind wir gut ausgewichen. Und, oh, das war knapp. Aber ja. Genau, ich hatte nämlich letztes Jahr nur so einen Mini-Ventilator und der ist dann mittendrin kaputt gegangen und... Keine Ahnung. Der wurde dann nur noch genutzt, um Essen abzukühlen. Weil ich nicht so heißes Essen essen kann. Ich überlege auch gerade, ob wir den Hammer mal upgraden wollen. Vielleicht dann doch erst. Aber eigentlich wäre die Sichel erstmal gut, ne? Habe ich vorhin Sense dazu gesagt? Das ist ja eigentlich eine Sichel. Naja, technisch gesehen ist es ja fast das gleiche. Nur ein klein. Nur nicht mal unbedingt nicht mal... Oder? Doch, ein kleiner auf jeden Fall. Aber ich überlege gerade, ob nicht nur der Stab ein bisschen kleiner ist zum Festhalten. Aber ich wette auch, die Klinge ist kleiner, oder? Oh, sag mal. Und hier scharf beschossen, das geht ja wohl gar nicht. Das finde ich nicht okay. So, den Baum können wir noch abbauen, dann müssen wir auf jeden Fall was essen. Haben wir noch was mit? Shit. Das bringt absolut nichts. Sehr cool. Nicht. Apfelmus bringt ein bisschen was, stimmt. Sogar ziemlich gut, wenn man davon viel hat. Sollte ich mir definitiv merken, einfach den zu mir zu nehmen. So, Stein sollten wir gleich genug haben und Holz eigentlich auch. Also ich denke, dass wir das Material auf jeden Fall heute noch auftreiben können dafür. Bauen können wir ihn aber nicht mehr, weil letztendlich die werden gleich wieder zu haben gefühlt. Die haben ja nur Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Glaube ich, oder? Ich glaube nicht, dass sie bis 20 aufhaben. Das ist halt ein Schmied. So. Nur noch ein Baum und ein Stein oder so. Dann haben wir es. Und dann freue ich mich, die miese Brise kochen zu können. So, Steine haben wir jetzt genug. Ich überlege gerade, ob wir auch mal so einen Maulwurf mal wieder umbringen. In Klammern, ich will es eigentlich gar nicht. Aber er bringt halt diese Edelnüsse. Oh mein Gott, er wirft damit einfach. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Gib mir die mal. Qualitätsnuss. Und die könnten wir möglicherweise ja eigentlich echt gut brauchen, um Sachen herzustellen damit. Hey. Ich nehme mal sicherheitshalber einfach 800 von allem mit. Sobald es dann nicht zu gefährlich hier ist. Als ob er uns hier treffen kann. Und ich habe aus Versehen einen Maulwurf mitgetroffen. Das ist nicht gut. Oh mein Gott, die Damage spammen mich jetzt ein bisschen. Und ich... Nein, oh Gott. Das Spiel pausiert ja nicht. Oh shit. Gib mir mal was zu essen. Lebensmittel, hier. So, ich nehme mal zwei zu mir. Wir heilen dadurch eigentlich auch ganz gut. Also von daher stört es mich jetzt gar nicht mal so doll. Und der Baum ist jetzt eh umgefallen. So, 800 haben wir davon. Ich nehme noch mal ein paar Steine mit und dann geht's nach Hause, weil das wird mir hier ein bisschen zu gefährlich. Ist mir ein bisschen zu viel los in dem Gebiet. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So, wo ist denn hier noch mal ein Stein? Och komm schon. Als ob hier keine Steine mehr sind. Ich glaube hier hinten. Hier ist auf jeden Fall einer. Werde ich die da abbauen? Diese Eiskristalle? Safe nicht, oder? Ich glaube, die sind nur Deko. Nö. War klar. So, wir haben 800 von beiden. Es geht ab nach Hause, würde ich sagen. Ich denke, wir haben alles zusammen, was wir brauchen. Und dann werde ich wieder pleite sein, gefühlt. Aber ja, wir haben alles. Haben die noch auf? Ich glaube nicht. Wie gesagt, ich glaube, die haben bis 18 Uhr auf. Aber ich gehe mal zur Sicherheit lieber gucken.
2000 hat das Ding gekostet. Ich wollte mir vielleicht nämlich nochmal ein paar Steaks holen. Aber so ein Steak kostet ja schon ein Fuffi. Das heißt, davon würde ich maximal 4 Stück kaufen. Weil sonst habe ich nicht genug Geld für den Kessel. Und es wäre nicht so ratenswert. Das, oh. Als ob die einfach hier draußen pennt. Ihr Hause ist die Parkbank. Wow. Ist ja schlimmer dran als Zeke. Naja. Warum erzählst du mir das? Was wurde denn erzählt? Weil ich glaube, dass sie dir gehört. Ich glaube nicht. Worüber geht's? Hey, ich will's wissen! Was gehört ihm? Warte, oh, warte. Jemand hat... Oh, okay. Schade. Ich wollte echt gern wissen, worum es geht. Da wollte ich kurz reinlauschen. Sorry erstmal. Warte mal, ich will mal mit ihm sprechen. Vielleicht sollte ich einmal die Schmiedin besuchen. Mein Dolch wird schon stumpf. Nur ein kleines bisschen. Aber trotzdem. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Sehr wahr, sehr wahr. Natürlich nehme ich es an. Danke. Er ist so manchmal gar nicht wirklich liebenswert. Er ist so... Er hält sich sehr zurück. Man kann ja auch mal Danke sagen, ordentlich. Ich meine, hat er ja technisch gesehen, ne? So, wir nehmen uns mal 4 Stück mit. Gut, dann haben wir auch noch 2000. Oder gehen wir noch ins Casino? Da war ich ewig nicht drin. Wettenmeier sitzt da wieder. Dieser Spielunke, schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an. Warte mal, können wir hier... Ist dasselbe Minigame, ne? Ja, es ist wieder das. Aber hey, die haben die Sprites wieder verwendet. Das fällt mir jetzt erst auf. Nein, ich brauche kein Tutorial, alles gut. Ich kann es auch so spielen. Oh nein! Das ist aber eigentlich ganz sweet, das Minigame, muss man sagen. Heißt, glaube ich, in Deutschen Hau den Lukas, oder? Ist es so? Ich kann mich nicht erinnern, dass das so lange... Ups. Oh nein. Die Armen. Oh, ich wollte gerade sagen. Kommen da noch welche oder kommt da keiner mehr? Ich habe mir den dritten Platz eingeholt. Das ist doch super. Ich war auch mal Erster, glaube ich. Naja. Irgendwann wird das noch was. So, aber erstmal gehen wir nach Hause jetzt. Und da ich so ein fauler Sack bin, werde ich mich nach Hause teleportieren. Nein, Spaß. Ist ja direkt hier vorne. Ich werde die 5 Meter teleportieren. Das würde genauso lange dauern, als wenn man da einfach nur hinläuft. So. Ab ins Bettchen. Hopp. Ich hoffe, wir haben wieder 9 Patienten morgen. Nope, tatsächlich nicht. Immer wenn man darauf hofft, dann hat man es nicht. Das ist, ich sollte mir angewöhnen zu sagen, ich hoffe, wir haben keinen Patienten morgen. Ich glaube, das wäre am nützlichsten. Wisst ihr was, wir füttern Boni jetzt einfach schon mal. Ich bin mal gespannt, ob er sich dann trotzdem beschwert. Aber ich denke halt nicht. Ich glaube, man muss ihn halt einfach nur einmal am Tag füttern. Ich wüsste gerne, was passiert, wenn man ihn nicht füttert. Aber ich will es nicht ausprobieren. Aber er wird wahrscheinlich einfach nur mad. Und mag einen nicht mehr. Aber ja. Wie gesagt, ich will es nicht unbedingt ausprobieren oder... Keine Ahnung. Das wäre, glaube ich, nicht cool von mir. So, was haben wir denn... Die ganzen Missionen sind wirklich alle nur bezogen auf das Ödland. Du scheinst beschäftigt zu sein. Was geht, ciao. Wie sich die Arbeit in dieser Kleinstadt vom Leben in der Hauptstadt unterscheidet? Okay. Ja, anscheinend groß, denke ich. Es wird sich wohl schon unterscheiden. Schön, dass du hier vorbeischaust. Ich bin einfach nur in der Stadt unterwegs. Lynn, ich hoffe, dein Tag ist schön. Lass uns reden. Ich hoffe, dir gefällt die Stadt. Genauso wie mir. Ich bin sicher, du wirst dich mit allen gut verstehen. Naja. So, wenn ich an Helene jetzt vorbeigehe, wird die irgendwas Selbstverliebtes sagen. Hübsch ist ganz schön, aber es ist trotzdem einfach nur hübsch. Es ist nicht unbedingt nötig. Oder was? Was? Was ist Schönheit ohne Köpfchen? Eine Dame muss auch klug und gestreift sein. Ach so. So wie die vor dir. Ich habe gedacht, sie packt mal eine Weisheit aus, sowas wie... Achtet nicht nur aufs Äußere, sondern auch auf Charakter oder so. Und auf einmal so, so wie die Dame vor dir. Da kam die Selbstverliebtheit in ihr wieder hoch. Das ist...
eine bekanntliche Sache bei Helene. Aber na gut, ich würde auf jeden Fall sagen, wie wir den Kessel upgraden und vielleicht sogar schon die miese Brise, in Klammern weiße Brise, wirklich mal herstellen langsam und damit in der Story auch weiterfahren, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Potion Permit. Habt noch einen wunderschönen Potion des Tages, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!